ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute zeige ich euch wieder ein leckeres und praktisches Kuchenrezept. Das ist richtig super leicht zu backen und schmeckt auch richtig leicht und kommt dann auch gleich zu den Zutaten. Für den Boden habe ich hier 2 Packungen Zwieback und 4 Esslöffel Butter. Dann brauchen wir noch Tortenguss. Ihr könnt entweder rote Grütze nehmen oder aber auch türkische Tortenguss, gibt es im türkischen Laden. Für die Füllung brauchen wir 1 Liter Milch, 5 Esslöffel Speisestärke, 5 Esslöffel Grieß, es ist egal welches ihr nehmt, und 150 bis 200 Gramm Zucker, je nachdem wie süß ihr das haben möchtet. Als erstes werde ich den Zwieback einfach in ein zerkleinerer klein machen und dann mit dem Butter vermischen. Und für die Creme wird das Ganze miteinander vermischt und aufgekocht. Statt Zwieback könnt ihr natürlich auch beliebig irgendwelche Kekse nehmen. So, jetzt gebe ich die Butter rein und werde dann das Ganze einfach miteinander vermengen. Das Ganze wird so lange geknetet, bis dann eine feste Masse entsteht. Damit es nicht zu fettig wird und auch schön zusammenhält, gebe ich dann immer 1 bis 2 Esslöffel Milch noch hinein. Jetzt kommt das in eine Springform rein und dann wird das einfach flach gedrückt. Jetzt kommt der Boden erstmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Für die Creme werde ich alle Zutaten miteinander vermischen und einmal aufkochen. Und bereite in der Zwischenzeit den Tortenguss vor, wie es auf der Verpackung steht. Und wenn das einmal aufkocht, könnt ihr den Herd ausmachen und bereite in der Zwischenzeit den Guss vor. So, jetzt gebe ich die Cremefüllung einfach über den Boden. Und darüber kommt dann mein Tortenguss. Jetzt gebe ich die Torte mindestens für 2 Stunden in den Kühlschrank. Jetzt nehme ich die Torte einfach aus der Form raus, vorsichtig. Und dekoriere sie mit Erdbeeren. Und gebe dann einfach Pistazien in die Mitte. So sieht dann meine Torte mit Grießfüllung aus. Das ist sozusagen mein falscher Cheesecake. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen hat. Probiert das unbedingt aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos teilen und kommentieren würdet. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du den jetzt abonnieren und sage tschüss bis zum nächsten Video. Diese beiden leckeren Rezepte findet ihr auf meinem Kanal Meine Rezepte, und Auberginenkebab im Ofen ist absolut der Renner auf meinem türkischen Kanal und auf Meine Rezepte.